Gerade ging es um Plants vs. Zombies 2 und jetzt haben wir Flappy Bird. Das Internet diskutiert immer noch über diese simple App, die nur noch illegal zu finden ist oder in anderen Versionen. Flappy Bird. Warum hat der Entwickler das Game gelöscht? Hatte er doch so viel Geld damit verdient? Nun, Geld ist anscheinend nicht alles. Erst recht nicht, wenn andere gierig werden und ein Stück des Erfolgs abhaben wollen. Gab es doch eine Klage wegen Copyright-Verletzungen? Oder kann der Typ einfach nicht mit Hatern umgehen? In einem Interview hat der Flappy Bird Entwickler nun selbst erklärt, warum er die Erfolgsstory selbst beendete. Die App wurde zu einem süchtig machenden Produkt, sagt er. Er hatte das Game für eine kurze Spieldauer entwickelt. Er sieht ein Problem darin, dass Leute süchtig nach dem Game sind. Deswegen hat er es gelöscht. In dem Interview bestätigte er erneut, dass es keine Copyright-Klagen gab. Er fühlt sich schuldig und deswegen gibt es das Game nicht mehr. Außerdem merkte er an, dass ein einfaches, ruhiges Leben in Gefahr war. Er wird weiterhin an neuen Spielen arbeiten und fühlt sich nach dem überraschenden Erfolg motiviert. Nur Flappy Bird sollte es nicht unbedingt sein.